Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Armored Warfare hier aus Diegame Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir befinden uns in der P4E-Operation Leviathan. Eigentlich wollte ich eine andere spielen, aber naja gut, ist gerade umgesprungen und dann hat es schon geladen und dachte ich, ach komm, hast du ein Gefecht, spielst du mit. Das Ganze machen wir mit dem T90MS und dann haben wir auch noch einen Waffenbruder quasi dabei, also einen gleichen Panzer. Und dann kommt als 10er, wer war denn der 10er jetzt? Achso, der KC war das. Also KC nenne ich den mal K21XC8, so heißt der. Wir müssen mal wieder die Rakete bewachen und hier wieder quer über die ganze Karte hecheln. Immer von Punkt zu Punkt eilen und dann dort versuchen, so wenig Schaden wie möglich zu bekommen und so viel Schaden wie möglich zu machen. Das Ganze, ja, auf einer sehr zerklüfteten Karte. Aber, hey. Also das haben wir auch schon oft scheitern sehen hier, das muss man auch dazu sagen. Also das kriegen wir, das haben wir schon mal gerne gesehen. So, was habe ich denn da oben eigentlich drauf gemacht? Ach ja, guck mal an, ich habe da einen Totenkopf drauf gemacht oder was soll das sein? Nee, ein Wolfskopf ist das, oder? Hm, na gut, wusste ich gar nicht. So, wo müssen wir denn hin? Ach, umgedreht hinten rum, alles klar. Uah. Die Berliner Brigade kommt mit dem Leo. So. Ach, guck mal, was haben wir denn da unten gleich? Ja, natürlich. So, ist das schon. Das war aber auch schon ein Schaden, ist anders. Was ist denn mit ihm los unten? Der hat ja. Ach, du ahnst es ja gar nicht. Der holt sich erstmal so eine Packung ab, dass er schon mal 2000 Life verloren hat. Oha. Das ist unser 10er. Na, das könnte ja interessant werden. So, der ist erstmal weg. So, dann können wir mal vorfahren hier. So, wer ist denn hier noch? Upsala. So, unsere Panzerung hat uns gerettet, sagt er hier. Ja, natürlich zerschmettert. Upsala. So, weg mit dir. So, der ist auch weg. Sehr gut. Aber bei uns fehlt schon eine Panzerplatte. Au! Uwa! Unsere Panzerung hat uns gerettet. Das ist das. Hier kommen sie von allen Seiten. Du hast ja keine feste Angriffsrichtung, aus der du denn der Feinde herwehren musst. So. Gut, aber naja gut, dafür, dass er am Anfang relativ viel Life erstmal schon mal eingebüßt hat, hat er schon mal 5 abgestellt. Wir haben auch schon ziemlich viel Life eingebüßt eigentlich. Eigentlich schon viel zu viel für das, was wie es mir lieb ist. So, upsala. Geht ja Schrott rum, wer hat den da hingestellt? So. Dann wollen wir mal gucken hier unten am Strand entlang. Hoffen, dass uns nicht allzu viel erwischt. Und dass die Jungs da hinten dann erstmal schön aufräumen. Und wir denn hier freies Schussfeld kriegen. Aber es könnte natürlich sein, dass wir jetzt hier genau geradeaus auf Leute drauflaufen, die uns beschießen wollen. So, irgendeiner muss da mal in den Kreis reinhalten. Also alle nur außen drum herum fahren. Das könnte schwierig werden. So, gucken wir nochmal hier rüber. Und sagen mal ganz höflich, guten Tag. Herzlich willkommen, ich nehme an eurer Party teil. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich werde Spaß mit euch haben. Wo wollt ihr denn jetzt hingefahren? Was ist euch los? So. Ja, wir haben hier auf jeden Fall Freunde. Aua, ha. Bin durchgekommen. Wer denn für ein Schicken hier? Rakete flog auch ziemlich dicht an meinem Arsch schon vorbei. Jetzt wird's aber auch. Machen wir aber auch viel leichtsinnigen Scheiß hier. No, down. Alles klar. Okay. So, ich drücke mal auf die 8, ne? Damit wir uns mal einmal live und Munition wiederholen. Was? Wo guckt ihr denn? Ach da. Orientierung setzen 5. 5 setzen so um.
Und da oben auf der Landesstraße, da warten noch einige auf uns. Alles klar, also auf der Landebahn. Und wir müssen hier noch, einen Punkt haben wir glaube ich noch, ne? Den wir noch machen müssen. Uiuiui. Aber gut, wenn wir die Funktürme alle verteidigt haben, das sollte uns einen kleinen Vorteil bringen im Endgefecht, ne? Ich glaube, wir hatten hier mal, dass ein Panzer nur noch über war und ich glaube, da sind wir auf Stufe 6 unterwegs gewesen. Und da mussten dann doch relativ viele, waren noch viele Gegner eigentlich da, aber er hat es irgendwie geschafft, weil die Gegner absolut sich nur auf ihn konzentriert haben und sich an ihm sozusagen den Pelzbund geschossen haben, was bei ihm nicht reinkam. Und in den anderen Bereichen. Oh, der brennt. Der brennt, der Junge. So, da haben wir schön jetzt Wunder eingeben. Ja, Merkaba, der ist da so ein bisschen unempfindlich, glaube ich, gegen meine Geschütze von Frontal. Da hat der K21 eindeutig bessere Karten, da durchzukommen. So, wo ist der andere? Der ist wieder runtergefallen, oder was? 9 Sekunden noch. Gucken wir gleich mal, wo der nächste Turm hier aufploppt. Ob das hier 90 ms steht, nicht schlecht. Ah, der ist da runtergefallen. Okay. Und dann kann ich natürlich wieder in die Richtung fahren hier. Ah, der K21 versucht es natürlich dann da wieder mit Biegen und Brechen den noch zu kriegen. Na, mal gucken, ob er wieder selbstständig da hochkommt. Hoffen wir das Beste. So. Halt, ich muss hier rum, ich muss hier rum, ich muss hier rum, ich muss hier rum. Danke. Gut. Lassen Sie mich fahren. Ich bin doch ein Panzer. So, und jetzt hat er auch repariert hier, unser T10er. Das ist schon gar nicht so schlecht. So, da wollen wir noch jemand ein bisschen was tun. So, da auch mal Schaden reindrücken. Challenger 2. Das war Knappsache. So, da gibt es mal eine schöne Zecke gebraten. So, was? Man, da wieder irgendwas geleistet. So, der war drinne. So, dann stellen wir mal ab. Schön die Turmseite, das ist immer gut. Da gibt's, das tut auch weh, ne? Da gibt's meistens noch einen schönen Modulschaden manchmal noch mit dabei. Oh, jetzt haben wir einen Schrott geschossen. Das war nicht so clever. Oh, da haben wir noch einen AMX. Oh, MX. Oh, jetzt kriegst du Zeck. Was? Kriegst du Zeck? Typ 99.2. Können wir Zeck schießen? Oh, was der Idee ist. Was macht der da oben? Interessant, interessant, interessant. Nicht alles gibt. So, mal gucken, ob wir da nicht nochmal einen wegholen können. Schon. Der eine oder andere ist da bestimmt anfällig gegen meine Munition. So, der zum Beispiel. Oh ja, da sind ja einige unterwegs hier. Da fehlt nur eins, gefällt mir auch nicht, weil der hat auch eine relativ starke Waffe. Wir haben uns fast getroffen. Unsere Panzerung hat uns gerettet. Und das ist gut, dass unsere Panzerung uns mal gerettet hat. Dafür sind sie, ist hier auch da. So, dann haben wir da einen Leo. Dann gehen wir mal schön dann hinten in den Motor rein. Hier ist er erstmal immobilized. Und steht vielleicht auch ein bisschen besser für uns. So, da hinten weiß ich nicht, ob da noch hinfahren wird zum Secondary Target. So. Oh, angezündet. Sehr gut. Munitionslager. Das hat natürlich richtig gekostet. Der Schuss war, der war teuer für ihn. Gut für mich auch, also wir haben da gute Punkte bei weg.
So, und kein Leckermauer drin, ne? Oh ja, mein Ping war auch gerade richtig hoch. Das ist schon los. Wo habe ich einen 128, 124 Millisekunden Ping? Was ist mein Ping los heute? Gar nicht mal so schön. FPS sind auch nicht so gut. Was ist da los gerade? Naja, gut, egal. Wir müssen ja jetzt hier nur noch ein bisschen jemand abwehren. So, den können wir nochmal abstellen. Gucken, was hier noch alles in die Mitte kommt. Zack. Na, braucht man ja jetzt nicht den höchsten Ping dafür. Wir machen ja ein bisschen Stellungskampf hier. So. Und noch ein bisschen Schaden, ne? Fast 20.000 fertig gekriegt. Hätte ich jetzt auch nicht mehr erwartet. Auch wenn mich mein verdammt hoher Ping jetzt ist wieder gut. Keine Ahnung, was da war. Vielleicht ist da so eine Ping-Park-Position. Ping-Park-Position. Was ist das eigentlich? Unaktivierte natürliche Verteidigung. Achso. Da haben wir gar keinen aktiviert von. Alles klar, okay. 28 Sekunden hat er Leo noch. Na, mal gucken, ob er es schafft. Wir müssen ja bloß noch die Aurora, so heißt diese Rakete hier. Und auch, glaube ich, die Tochter von. Jetzt kommt schon der Klatsch und Tratsch. Von der Michelle Hunziker. Die heißt ja, glaube ich, auch so. Ne? Die kommt ja jetzt auch langsam so in dem Alter, wo es. Irgendwelche Raketen. Ich weiß nicht, warum ist denn eigentlich mein Sound so gedämpft gerade? So kaputt bin ich doch gar nicht. Was ist denn los hier mit dem Spiel gerade? Naja, egal. Soll uns nicht weiter stören. Aber wir haben die 20.000 Schaden voll. Das ist doch schon mal eine Aussage. Damit kann ich leben. Hoppala. So. 21.000 Schaden noch gemacht. Kein Effekt. So, auf die gleiche Stelle normal geschossen und dann haben wir da einen Effekt. Erstmal die Panzerplatten wegschießen, um dann nachher die Schmumpel durchzudrücken. Hat gut funktioniert. Gut, wir sind auch hier mit dieser Operation Leviathan zu Ende gekommen. Siegreich. Ist ja schon fast ungewohnt, dass wir was gewinnen, aber ich habe eigentlich gar kein schlechtes Gefühl jetzt hier. Also die Mission war gar nicht mal so schlecht. Am Anfang sah es erstmal ganz bitterböse mit so einem Zehner aus, der sich da erstmal richtig viele HPs entledigt hat. Wir haben hier jetzt 40.000 Punkte bekommen. Das ist richtig viel, finde ich. Und 323.000 Geld und 26 von diesen Schlachtmünzen. Aber den Booster haben wir nicht gekriegt. Im Team war der Leo noch besser mit mehr Schaden, bisschen weniger Spotting. Also es ist knapp. Das ist wirklich knapp zum Schluss ausgegangen. Und er ist wirklich gestorben noch. Ach, nicht doch. Er hat uns die Medaille auch noch gekostet, dass alle überlebt haben. Na gut, okay. Also, der hat am Anfang schon sehr, sehr viel Leben verloren. Hat natürlich 13 Kills. Ich weiß nicht, ob er da irgendeine Mission hat, wo er bloß Kills machen braucht oder so. Naja. Egal, blieb mehr Schaden für uns über. Schade, schade. Na ja, gut. Gut, dann hier haben wir die Details des Ganzen und unsere Catherine Grey hat nochmal wieder über 50.000, 60.000 Punkte dazugekriegt. Ich hoffe einfach, dass das jetzt mal irgendwann langt, sie abzudaten. Wie heißt das? Befördern, genau. Alles klar, das soll's gewesen sein. Das war eine Runde Armored Warfare hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.